Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Pokémon Platin. Das letzte Mal waren wir ja auf der Suche nach Evoli. Und ich habe natürlich in allen Häusern nachgeschaut. Nur nicht in dem, wo wir hätten rein müssen. Und zwar direkt neben dem Pokécenter. Und deswegen sind wir jetzt auch dort und reden erstmal mit dieser wunderschönen Frau. Hi. Oh, du bist ein Trainer. Das heißt, du verwendest Boxen. Du bist also ein Anwender. Oh, was ist denn? Du schaust so erstaunt. Ach ja, natürlich. Entschuldigung. Ich rede wieder schneller, als ich denke. Ich heiße Lana. Kennst du die Boxen auf den PCs? Ja, ich hab's aus dem weggedrückt. Die ist irgendwas. Hey, sag mal, ich hoffe, ich überrumple dich damit. Nicht, aber du willst nicht zufällig ein Pokémon namens Evoli? Und ja, wir wollen ein Pokémon namens Evoli und die gute Anal. Dann bitteschön, schenk uns dieses schöne Pokémon. Oh, ist jetzt aus Johto. Er hat ganz viele, wie viel er über die Jahre wohl aufgezogen hat. Aber vielleicht interessiert es dich ja gar nicht so sehr. Sei bitte lieb zu ihm. Also sie gibt uns einfach ein Evoli und geht davon aus, dass wir uns nicht mal für den Besitzer interessieren. Interessant. Okay, wir wissen leider nicht, was für ein Typ es jetzt momentan noch wird. Später, also in welche Entwicklung es sich entwickelt. Deswegen müssen wir uns einen neutralen Namen raussuchen. Und wie könnte dieser Name sein? Okay, es ist schon mal männlich. Wie nennen wir es? Wir nennen es einfach mal nach dem Spiel Evolve. Ich habe das nämlich gerade auf meinem Desktop das Symbol gesehen. Das wird, glaube ich, ganz gut passen zu Evoli. Aber ich muss natürlich. Ich nenne es einfach mal. Ach, scheiße. Ich nenne es jetzt einfach mal. Hat zwar doch nichts mit Evolve zu tun. Aber ich nenne es einfach mal Bendigo. Das sind diese Kreaturen, wenn man Until Dawn zum Beispiel kennt. Oh, okay. Das war's. Dann schauen wir mal, was wir für einen Typ haben. Oh, das ist Level 20. Das passt ja noch. Ich hab's doch jetzt benannt, oder? Ah, doch, hab ich. Es ist ein Wesen locker. Dann schauen wir mal kurz, was hier Killian uns geschrieben hat. Welches Wesen was ausmacht. Da hätten wir bei locker, was können wir mit locker? Ich glaube, da ist es egal, was wir holen. Okay, wir können uns aussuchen, was wir wollen. Das macht es mir natürlich nicht leichter. Aber ich glaube, ich werde auf das Fulipurpa gehen. Das macht es mir natürlich schwer. Fulipurpa, wo können wir Fulipurpa entwickeln? Ich glaube, das war in irgendeiner Wiese. Wir können schon dorthin. Tut mir leid, wenn ich jetzt hier mal etwas Zeit verschwende, aber ich muss gerade schauen, wo ich das entwickeln kann. Ich hätte natürlich auch Pause drücken können, aber jetzt habe ich es eh schon fast entdeckt. Und zwar in den Ewigwald. Okay, wir gehen in den Ewigwald. Zurück.
Das wird wahrscheinlich auch die einzigste Aufgabe sein, die wir jetzt in diesem Part lösen. Haben wir schon das Fahrrad, ja. Dafür müssen wir, glaube ich, durch die Höhle zurück, wieder durch. Oder können wir direkt in den Ewigwald? Was steht denn hier? Da steht wahrscheinlich nur, dass es hier nach irgendwo hingeht. Route 280 hört sich besser an. Der Ewigwald war ja, glaube ich, relativ früh. Ah ne, da kommen wir her. Dann versuchen wir es mal mit der Route 212. Vielleicht bringt die uns ja zurück. Obwohl ich befürchte, dass wir durch die Höhle müssen. Ah, mein Gott, jetzt müssen wir mit denen reden. Die Wettbewerbe sind interessant, aber die Ruinen von Trostu auch. Tut mir leid, aber das Tor ist zurzeit wegen Dreharbeiten geschlossen. Okay. Das heißt, wir können nicht auf normalen Wege zurück. Und das bedeutet, wir müssen durch die Höhle. Können wir irgendwie abkürzen, dass wir nicht durch die Höhle müssen? Ich bezweifle es. Was können wir hier? Okay, hier können wir mit Stärke oder so, glaube ich, hoch. Oh je, jetzt geht's wieder durch den Berg. Oh, Moment. Ich glaube, wir müssen gar nicht durch den Berg. Also den, wo wir so Probleme hatten. Mediti. Ich glaube, das ist auch ein ganz cooles Pokémon. Wir besiegen dann jetzt... Oh, ich habe Evoli gar nicht vorne. Jedes Pokémon, was wir begegnen, damit wir den Ewigwald schon mal möglichst direkt das Evoli entwickeln können. Pekel, rechte Hand, Sandwirbel ist alles nicht so effektiv. Auch Konfusion dürfte uns nicht so viel schaden. Und Tackle ist ganz okay. Kannst dich mit Konfusion und Kraftreserve messen. Ah, da Evoli ja getauscht ist, bekommen wir ja relativ schnell Erfahrung. Das ist ja sogar gut. Nochmal Tackle. Ich glaube noch zweimal, dann haben wir's. Der Ewigwald müsste sogar relativ nah sogar sein, jetzt wo ich mich erinnere. Weil, diese Höhle war ja wo ganz anders, die war ja unterm Radweg. Das war ja eine Höhle, zu der wir gar nicht mussten. Ein Kleinstein, gegen das haben wir keine Chance. Deswegen flüchten wir. Oder machen wir Evoli mal gerade nach vorne. Und heilen uns gerade nochmal. Ups, das wollte ich nicht. Aber das passt sogar. Dann ist Jan ist gerade an letzter Stelle. Gehen wir noch an den Beutel und suchen einen Trank. Trank dürfte reichen. So. Unten wollen wir nicht lang. Okay. Ich dachte, der wäre der Ausgang. Scheint wohl nicht der Fall gewesen zu sein. Aber ein Mediti zerstören wir natürlich wieder. Mit der Erfahrung sieht es auch recht mau aus. Sieht schlecht aus. Und die Erfahrung ist auch jetzt nicht so berauschend, dass sich das lohnen würde eigentlich. Aber ich denke, das Mediti können wir noch mit Evoli besiegen. Das ist nur eine Frage der Zeit.
die ich vielleicht gar nicht habe, weil wir ja Evoli noch entwickeln wollen. Willensleser. Ist uns egal. Okay. Ich weiß gar nicht, was Willensleser macht. Vielleicht erhöht das die Treffgenauigkeit oder macht 100%ige Treffchance. Ich weiß es nicht. Noch ein Kleinstein. Vor dem flüchten wir. Oh, wir haben Angsthase, okay. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Hätte besser sein können, aber... Nun haben wir es. Kann man nichts dran ändern. Route 206, wo führt das hin? Führt das schon in den Ewigwald? Ne, da kommen wir in die Höhle, in der ich so lange gebraucht habe. Müsste der Ewigwald runter sein. Ich glaube, wir können hier abkürzen. Erzling, da heilen wir kurz das Evoli wieder. Ist jetzt natürlich dumm. Wir haben Angsthase und kein passendes Wesen. Naja. So ist es nun mal. Fahrrad. Hier scheint es aber nicht nach Erz. Zum Erz. Ewigwald zu gehen. Aber vielleicht finden wir ihn ja doch noch. Oh, da ist ein Macholo. Hier könnten wir dann fahren. Muss ja irgendwo, da geht's auch wieder in eine Höhle. Können wir hier wenigstens was sehen, ja. Oh, ist sogar nur ein Tor, ist keine Höhle, Gott sei Dank. Route 203. Was haben wir hier für eine Pokémon-Stärke? 6. Irgendwie glaube ich, dass wir falsch sind. Und bevor ich hier jetzt weiter suche, mache ich mal kurz die Karte auf. Das wäre vielleicht sinnvoll. Doch, Beutel war richtig. Die Karte müssten wir doch hier haben. Karte, genau. Jubelstadt, Route 203, Route 202, Wahrheitsufer, Route 204, Ewigwald, okay. Sind wir gar nicht so falsch. Dauert nur noch ein bisschen. Ich glaube, ich mache einen Cut und dann sehen wir uns, sobald ich in Ewigwald bin. So, wir sind jetzt vor dem Ewigwald und wir können jetzt unser Evoli entwickeln lassen. Das Problem ist, mir ist gerade aufgefallen auf dem Weg hierher, dass Evoli, glaube ich, Moment, warum was? Das Wesen locker hat, wenn ich mich richtig entsinne. Und das Ding ist, Evoli, also Fulipura, ist eigentlich auch ein schnelles Pokémon, wo Locker eher entgegen wird, weil Locker negativ für die Initiative ist und aber positiv für die Verteidigung. Also eigentlich wäre es fast schon, ich weiß nicht, fast schon vielleicht sinnvoller, ein Glaciola oder wie das auch immer heißt, draus zu machen. Aber wir haben uns jetzt den ganzen Weg hierher durchgeschlagen. Außerdem haben wir ein Feuer-Pokémon und ein reines Wasser-Pokémon. Also denke ich, machen wir jetzt einfach uns ein Fulipura, auch wenn das Wesen nicht wirklich passend ist. Ja. Wir können Evoli nur an diesem Muststein, soviel ich weiß, entwickeln. Um ein Fulipura zu bekommen. Ich hätte natürlich auch ein ganz anderes Wesen uns ein ganz anderes Evoli uns holen können. Aber da wir jetzt Pokémon Platin zocken, würde ich auch ganz gerne ein Evoli dieser Generation uns machen. Obwohl ich glaube,
Nachtara mein Lieblings-Pokémon oder Psyana ist. Eins von beiden. Also eins der von der Evoli-Entwicklung. Auch wenn es wahrscheinlich nicht zu den stärkeren zählt. Zudem erlernt Fulipurba und nicht so gute Attacken. Aber das ist uns jetzt einfach mal egal. Für das Playthrough ist das eh nicht wichtig, okay? Wir haben Wendigo entwickelt. Initiative 26. Hm. Naja. Okay. Dann entwickeln wir mal das Evoli. Außerdem sieht Fulipurba ziemlich cool aus. So. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir wieder zurück. Waren wir in Herzhofen? Ja. Das heißt, wir können von hier oben hier runterfahren und dann nach Herzhofen. Ich glaube, das ist der schnellste Weg. Ich hoffe nur, es geht nicht durch eine Höhle. Dafür müssen wir uns jetzt einmal hier bei der Moosstein. Da hat jemand wohl einen Pokéball übersehen. Oder es ist ein Pokémon. Das bezweifle ich aber. Oh, guck mal. Das sieht sogar so ganz cool aus. Ich hatte nämlich noch nie einen Fulipurba selbst. Hier weiter zu trainieren bringt uns recht wenig. Aber wir besiegen es jetzt einfach mal noch. Die anderen Pokémon sind alle auf Level 27. Das heißt, unser Evoli, unser Fulipurba muss trainiert werden. Als erstes. Braucht ja auch neue Attacken, sonst ist es recht nutzlos. Zerschneider haben wir nicht, oder? Ah doch, genau, wir haben Zerschneider, unser Bidizar, unser VM-Opfer. Hat ja alles, was wir brauchen. Da unten können wir lang. Einen Schutz haben wir, glaube ich, nicht dabei. Deswegen flüchten wir jetzt erstmal. Ein Beutel, genau. Wir wollen nach einem Schutz schauen. Pokebälle, Medizin, Items. Das bringt uns alles nichts. Da müssen wir so durch. Ich denke, wenn wir alle Pokémon bekämpfen würden, hätten wir schon ein Level. Aber das tun wir nicht. Wir flüchten. So, hier geht es doch schon langsam raus. Frage ist, müssen wir oben oder unten lang? Ich gehe mal jetzt erstmal unten lang. Okay, wir müssen oben lang, oder? Ja, wir müssen oben lang. Ich hoffe, da geht es auch schon raus. Und es ist keine Sackgasse. Ich weiß, dass Kielin hier schon durchgegangen ist, aber man merkt sich auch nicht wirklich, wo man lang muss. Außer vielleicht in Höhlen, weil da ist es sehr wichtig, nicht sich immer so verlaufen, wenn man nicht zu viel Zeit verschwenden will. Es schaut schon mal richtig aus. Nun begegnen mir immer wieder Pokémon, was mir nicht so sehr gefällt. Dass jedes Mal ungefähr 10 Sekunden oder so von unserer Aufnahme kostet.
Ich meine, wir wollen eh nur noch in die Stadt. Oh, was haben wir denn hier? Wahrscheinlich der falsche Weg, aber das ist mir egal. Wenn das der falsche Weg ist, dann mache ich einfach einen Cut und wir sehen uns, wenn ich aus dem Wald wieder raus bin. Aber es scheint so, als wäre Killian hier noch nicht gewesen. Ich weiß auch nicht, ob er schon Zerschneider hatte zu dem Zeitpunkt. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal in das Haus rein. Bei Level 11er Pokémon scheint mir schon relativ früh für einen Zerschneider. Ich weiß es natürlich nicht. Aber dadurch, dass er das Item nicht eingesammelt hat, würde es mich nicht wundern. Vielleicht finden wir hier Nebula oder so. Andererseits habe ich schon 3 Pokémon. Eine Riesenperle, okay. Anscheinend begegnen uns keine Pokémon, doch tun sie. Okay. Und ein Nebula. Bringt uns leider nicht so viel. Aus dem simplen Grund, wir haben 3 Pokémon und zudem wir können es nicht fangen. Achso, stimmt. Wir können es ja nicht angreifen. Okay, dieses Nebulak sollten wir vielleicht nicht besiegen. Ah, ein Sonderbonbon. Okay. Hat sich ja schon mal gelohnt. Was haben wir hier stehen? Gar nichts. Okay. Vielleicht sollten wir noch in den Mülleimer nachschauen. Aber die sind wahrscheinlich eh alle leer. Nebulak interessiert uns nicht, aber wenn ein anderes Geist-Pokémon hier vorhanden ist, dann würde ich das fangen. Vielleicht tausche ich ja irgendwann mal ein Pokémon aus. Für irgendeinen Arena-Leiter oder so. Oder Pokémon-Liga. Was ich bezweifle, aber wenn man eins zur Verfügung hat, ist das doch wohl immer noch besser. Als wenn man keins hat. Spezialität ist, glaube ich, was zum Essen, einfach um das Vertrauen zu einem Pokémon zu stärken oder so. Ich finde es halt schade, dass Nebulak eigentlich in jedem Pokémon-Spiel dabei ist, aber man in fast keinem es entwickeln kann. Natürlich ist es klar, weil wir ja logischerweise. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Weil man es ja tauschen muss. Geht leider nicht, da wir ja auf dem PC spielen. Da scheint Pokémon drin zu sein, kann das sein? Oder war das eine Anspielung auf das Mädchen, was aus dem Fernsehen klettert? Wir schauen uns noch hier die Zimmer an. Dann ist unsere Zeit auch schon rum. Dann haben wir wenigstens nicht komplett unsere Zeit verschwendet und haben uns sogar noch was entdeckt. Was mir sogar jetzt neu war, glaube ich. So, hier haben wir Bette. Mit denen können wir nichts anfangen. Mit dem Abfalleimer können wir auch nichts anfangen. Das sind ja noch viele Zimmer. Dann gehe ich noch in das rein und dann verabschiede ich mich. Ach komm, den Pokéball, den holen wir noch mit. Vielleicht haben wir Glück und begegnen kein Pokémon mehr.
Delegator. Okay. Dann speichere ich hier und verabschiede mich. Die nächste Folge seht ihr dann bei Kilian. Auf Wiedersehen.